Damit welcome back, sehr verehrte Survival-Fans da draußen vor euren Bildschirmen zu einer weiteren vorbereiteten Folge Survival Fountain of Youth. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist, denn wir werden heute, so gut es geht, uns vorbereiten, denn wir wollen auf die nächste Insel und ja, wir gehen jetzt mal kurz pennen. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen drüber geschaut, was wir genau noch craften und mitnehmen und dies und das und ja. Ich hatte eigentlich nochmal gehofft, dass es regnet, damit ich hier in Wasser komme. Aber der Wettergott denkt sich so, ha 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 ha. Lecke mich am Arsch, Tubek. Ich mach's denn nicht einfach. Ist mir aber relativ schnubbe. So, wir hauen jetzt hier nochmal Datteln rein, hätte ich gesagt. So, 21 Stunden, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen können, aber wenn wir dann heimkommen, haben wir wieder was. Und ja, was wollte ich jetzt als allererstes machen? Irgendwas wollte ich machen mit diesem Stück Lehm. War das zufälligerweise das hier? Nein, das war's nicht. Aber das müssen wir auch machen. Wir machen heute die Rüstung, die neue, aus Tierhäuten. Aber irgendwas wollte ich noch aus Lehm machen und hab's jetzt aber vergessen. Geil. Naja, passiert, ne? Wir müssen so vieles noch tun. Aber vielleicht fällt's mir später wieder ein. Ich hätte jetzt mal gesagt, als allererstes, schauen wir mal, ob die heute trocken sind. Die brauchen wir nämlich jetzt alle. Yes. Ich habe hier nochmal 4 aufgehängt. So, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 12 getrocknete Häute. Die werden wir auch im Grunde alle brauchen. So, dann wollte ich noch gucken. Wir brauchen auch von diesen Sehnenfäden brauchen wir noch ein bisschen was. Lass mal schnell durchrechnen. Also für die Rüstung brauchen wir hier einen Sehnenfaden. Hier brauchen wir 2, brauchen wir 3 schon. 5 und 7 und 8. 8 Stück brauchen wir. Wir haben 2, das heißt, wir müssen 6 Stück machen. So, 6 Stück. So, fertig. So, dann müssen wir schon mal die neue Rüstung machen an sich. Ich kann mich halt jetzt hier nicht mehr bewegen, oder? Ach doch, nur frische Haut ist ziemlich schwer, so wie es aussieht. Ah ja. Okay, es ist auch schwer, aber es geht noch. Was brauchen wir noch? Eigentlich nichts mehr. Ah doch, hier, eine Nadel. Kriege ich denn eine Nadel? Kräten, oder? Hier, so ein paar Fischkräten. Da müssten wir so 1, 2 rumliegen haben. So. Nadel machen wir gleich 2, weil wir es können. So, die eine Krede wieder zurück. Eine Nadel hier auf Reserve. Dann können wir das hier schon mal machen. Fangen wir mit dem hier an, das ist das Wichtigste, die neue Tasche. Fügt der Tragekapazität 16 Einheiten hinzu. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wird dann das hier ersetzt? Ich glaube nämlich ja. 10 Einheiten. Dann wird das hier die tragbare Kiste ersetzt. Das heißt, eigentlich mache ich nur einen Gewinn von 6 Einheiten. Das ist nicht viel. Aber es sind 6 Einheiten. Also machen wir das. Zur Werkbank müssen wir, okay?
Einmal zur Werkbank. Bogen muss ich dann auch noch verbessern. Was? 40? Alter! Die Nadel ist durch. Brauchen wir hier auch die Nadel? Ach du Scheiße. Okay. Wir brauchen mehr Fischgräten. Mehr Nadel und Farben. Das ist ja krass. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das so intensiv ist. Ja, Moment. Trinken wäre nicht schlecht. Habe ich noch Kokosnüsse? Wir machen jetzt erstmal hier die wichtigsten. Es geht eh nur eins jetzt, oder? Eins, zwei. Oh, hier ist ein guter Schlafsack, der wäre auch geil. Gemütliches Schlafen an jedem Ort. Mhm. Nee, dann nehmen wir unseren normalen Schlafsack mit. Egal. Gut, dann machen wir das einmal. So, das ist schon mal fertig. Kriegen wir noch eins hin? Die Hose? Ja, kriegen wir noch hin. Aber, ich glaube, das war's jetzt. Schuhe gehen nicht mehr. Zu wenig Sehnenfaden. Ja gut, das liegt daran, dass ich die nicht eingepackt habe. Aber ich glaube, die Nadel wird auch nicht halten. Schuhe wären halt auch noch ganz cool. Aber das wird nichts. Nur noch 14. Nee. Müssen wir da drauf verzichten. Okay, aber immerhin schon mal Ober- und Unterteil. Und ich kann meinen Rock endlich wegmachen. Ich bin nicht so der Rock-Fan, ne? Rockträger, nee, das ist nicht so meins. So, Lianenseil wäre noch, um den Bogen nochmal neu zu spannen. Das können wir auch nochmal machen. Muss jetzt hier alles picobello sein. So, Bogen ist auch wieder repariert. Blattsandalen kann ich dann vor Ort machen. Der Gürtel darf natürlich auch nicht kaputt gehen. Da brauchen wir auch nochmal ein Seil. Es fehlt uns dann die Fackel. Beziehungsweise wir können dann weniger tragen. Den auch noch fertig. So. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Essen an sich habe ich. Trinken sieht schlecht aus. So, wir essen jetzt hier nochmal die Früchte. Ich glaube, das hier war effektiver. Genau, die Orangen. Hier gibt es noch ein bisschen Saft rein. Kokosnüsse. So. Blätter können wir eigentlich hier auch reinmachen. Das wird ausgetauscht. Jetzt bei 49 Kilo. Da mal zwei Stück. Dann haben wir noch mal ein bisschen was zum Trinken. So, was wollte ich jetzt mit dem Lehm? Ich wollte auf jeden Fall Lehmstreifen machen. Och Gott, dafür bräuchte man eine Töpfereiwerkbank. Die haben wir ja noch gar nicht. Aber was wollte ich dann mit den Lehmstreifen? Irgendwas? Ach ja, ich glaube, ich weiß, was es war. Was das? Warte. Ja, ich wollte eigentlich Feder und Tinte machen. Das ist natürlich blöd. Nur mal rein zur Info, was würde mich denn dieser
Diese Töpferei kosten halbe Baumstamm. Die Hälfte eines Baumstamms kann auf der Schreinereiwerkbank hergestellt werden. Okay, aber vielleicht ist das ja möglich. Weil besser, also Feder und Tinte hätte ich schon mehr Bock als auf die normale Kartierung. Wir haben auch hier noch einen Ast. Ola, geteilter, wahrscheinlich hier, halber. Halber Baumstamm. Nochmal ganz kurz mich abzusichern. Halber Baumstamm. Bretter? Gibt noch Bretter? Ich hab sogar noch eins. Oh, wie cool. Okay, dann machen wir das jetzt. Säge habe ich hier reingeschmissen. Let's go. Okay, erledigt. Halber Baumstamm. Nein! Jetzt brauchen wir hier doch einen geteilten. Ah! Geteilter, aber ich muss nochmal Baumstamm holen dann, oder was? Ah, dafür brauche ich die Axt. Jo, hilft dir nichts, ne? Ich will, wie gesagt, bestens vorbereitet sein. Coolsten wäre, wenn es jetzt dann nochmal pisst. Dann kann ich nämlich, ich habe nämlich zwei Behälter, lass mich. Zwei Behälter mit Wasser, kann ich dann nochmal auffüllen. Wir können ja bis zu 100 Kilo ins Boot schmeißen. Nehmen wir mal hier so einen kleinen. Yes. Okay, ich glaube, das geht alles ganz gut auf. Dann haben wir Feder und Tinte. Auf Telka habe ich an sich schon ein Leuchtfeuer gebastelt aus Hibiskuspflanzen. Und Bandage habe ich nochmal eine gemacht. Und ganze Medizin ist ready. Schlafsack darf ich dann nicht vergessen. Dann können wir eigentlich losdüsen. Muss man schon an einiges denken hier, ne? So, jetzt habe ich natürlich die Chance, mich wieder zu verletzen. Was nicht so geil ist. Vielleicht fällt es auch flach, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. 14%. Risiko! Kein Werkzeug. Okay. So, einmal noch die Säge. Bitte, bitte, bitte. Lass klappen. Und es regnet und es hat geklappt. Oh, geil. Ich bin so glücklich. So, aber den kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr herstellen hier, oder? Geht das einfach so? Ja, ich kann schon mal platzieren. Stellen wir denn das drum hin? Erstmal hier so. Dann machen wir aber hier so rum. Hm. Oh, schon doch mittig. Jo. Muss ich dann am nächsten Tag fertigstellen. Gut. Noch irgendwas. Flaschen füllen müsste ich jetzt. So, was brauche ich denn gar nicht mehr gerade? Das, das, das. Den brauche ich noch. Und durch die neue Rüstung sind wir jetzt auch besser geschützt vor Sonne und Regen. Den hier würde ich auch noch gern füllen dann. Und
Dann hätten wir zwei Flaschen voll. Schon mal ganz nice. Oh, ich habe getrocknete Haut. Habe ich noch fünf übrig? Ach ja, ich konnte ja die Stiefel nicht machen. Naja, ich glaube, wir müssen pennen gehen. Wir nehmen das Ganze. Hoffentlich füllt sich das jetzt, während ich pennen gehe. Wir machen bis, ja, Tagesanbruch. Schauen wir mal, ob es voll ist. 8 von 10, na immerhin. So, dann können wir noch ein bisschen was trinken. Dann haben wir jetzt zwei Kanister voll. Und dann können wir jetzt noch schnell die Bank bauen. Alter, es läuft heute alles wie im Schnürchen. Geil. Und jetzt Feder. Ach nee, erstmal mischt in dem Klumpen. Dann habe ich hier O-Pläne. 23 Minuten Töpferei. Okay, let's go. Wir haben jetzt Lehmstreifen. Dann können wir jetzt, wenn ich noch Eier und Federn hole, Federn hatte ich mit der Kiste hier vorne, oder? Jo. So. Könnten wir jetzt... Oh nein, dafür brauche ich eine Chemiewerkbank. Okay, es geht doch nicht ganz auf. Nur mal schnell gucken, was so eine Chemiewerkbank kosten würde. Was sind die hier? Ja gut, dafür fehlt uns jetzt Lehm. Okay, fast alles aufgegangen. Jetzt räumen wir nochmal schnell auf. Machen wir hier mal Behälter voll. Jetzt Kram hier rein. So. Steinschneider würde ich noch einen machen. Und der alte dann weg. Da habe ich einen Stein. Dann habe ich das. Essen. Kann ich mir erstmal sparen. Jo, dann heißt es jetzt im Grunde Tasche packen. Packen unsere Taschen. Komm weg. So, wie gesagt, wir können ja einiges ins Boot reinknallen. Ich jetzt auch alles vielleicht noch reparieren. Zwei Sachen hier. Ja, kann nicht schaden. Mal so. Mal so. Alles perfekt hier. Geil. So mag ich das. Und da haben wir 6 Stück. Gut. Fangen wir erstmal mit den Werkzeugen an. Also, wir brauchen auf jeden Fall unser Bett. Wir nehmen mit die Steinspitzhacke. Das Reparaturset. Den Hammer. Oh, verbessertes Set. Das Verbesserte mit. Angel braucht man nicht. Kamillesaft. Ganze Medizin. Hier ist das tragbare Leuchtfeuer.
die Bandage. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Hier brauchen wir nichts. Franks, die Dösen noch. Essen. Vogeltrank, den brauchen wir jetzt nicht. Jaguar, unbegrenzte Ausdauer. Weniger Verbrauch von Essen, Wasser, Trinken. Nehmen wir einen mit, gönnen wir uns gleich vor Ort. Das gönnen wir uns jetzt noch vor Ort. Dann Zunder werde ich finden. Trockenes Fleisch. Das Fleisch nehmen wir noch mit. Ach, das war roher Fisch. Den brauchen wir nicht. Der wird vergammeln. Egal, soll er vergammeln. Trocknete Datteln. Spiegeleier nehmen wir noch mit. Jo. Das, glaube ich, wäre es dann auch schon gewesen. Sollen wir das noch mitnehmen? Ein bisschen Essen. Essen kann nicht schaden. Umso mehr Essen, umso besser. Okay, Kohle. Die sind auch fertig, sehr schön. Dann schauen wir hier nochmal rein. Irgendwas, was wichtig ist. Seil können wir nochmal mitnehmen. Nehmen auch mal große Äste mit. Zwei, man weiß ja nie. Ja, Steinsäge werde ich vor Ort jetzt, glaube ich, erstmal nicht brauchen. Steine an sich kann man mal zwei mitnehmen. Baumeister, Werkzeugkasten. Ressourcen zum Bauen von Häusern. Okay, brauche ich nicht. Ja Leute, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke mal, wir haben jetzt alles. Ich denke, wir haben alles. Lagerfeuer to go gibt's nicht. Ja, ich glaube, wir sind ready. Haben wir zufälligerweise noch irgendwie was gefunden hier? Nee. Eine Wandschnitzerei, das nervt mich. Diese eine einzige, ne? Jo, Franks, dann lasst es euch gut gehen. Döst mal schön weiter. Wir stechen jetzt im Grunde in See. Die ganze Zeit irgendwie ist mulmige Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Trinken ist da. Da ist noch ein bisschen was. Wir nehmen nochmal zwei Kokosnüsse vorne mit zum Trinken. Nehmen wir vier mit, falls hier wieder was da ist. An sich, klar, finden wir die auch vor Ort. Ach, das war Datteln. Auch super wichtig. Das Schöne ist, wenn wir dann mal irgendwann wieder zurückkommen, dann ist hier alles wieder respawned. Da haben wir eine große Palme. Da haben wir noch eine große. Nehmen wir erstmal die hier. Yo, Speedy, kannst du mir einen Gefallen tun? Passt du auf meine Hütte auf, während ich weg bin? Wärst du einmal so gut, bitte? Ich glaube, er geht sogar zur Hütte. Danke dir, Speedy. Lass bitte keinen rein und pass auf die Franks auf. Okay. Wir düsen los, Leute. Bin ja schon ein bisschen aufgeregt jetzt, ne? Okay, Kiste. Erstmal ganze Midi rein. Das mit rein. Das war Schiffreparatur.
Essen, Trinken, extra kauen. Eigentlich alles rein jetzt hier. Wahrscheinlich wäre es einfacher, alles rüber zu droppen und dann das rauszusuchen, was ich unbedingt brauche. Zu trinken, Steine. Boah, das Essen ist bald im Arsch, Alter. Ja gut, wir haben ja noch ein bisschen was. Mit einem anderen Stuff. Kann auch durchaus sein, dass der Feuerstein jetzt auf der Reise kaputt geht, aber um den zu reparieren, brauchen wir Eisenbarren. Und die haben wir nicht. So, gut. Leb wohl, geliebte Insel, geliebte Heimat. Müssen los. So, Segel setzen. Versunkenes Schiff. Ja, da waren wir ja schon. Weltkarte. Unbekannte Region. Da muss ich aber hin, oder? Um in diese Region auf eine Expedition zu gehen, musst du am Steuer des Schiffs sein und einen der folgenden Gegenstände dabei haben. Entweder die Notiz eines Kanoniers der Santa Maria. Teil einer Karte der Einheimischen. Ich habe 4. Reicht das? Ich glaube, das reicht, oder? Wir sind in der Büffelregion. Geil. So, Karte. Warte mal. Das ist ja jetzt die Karte hier. Die da, oder was? Ach lol, das sind jetzt... Ah, okay. Das ist keine durchgehende Insel. Interessant. Finde die Kapitänskajüte. Was ist das hier mit Pedro und Co.? Ja, das war das. Die wertvollsten Dinge sind normalerweise in der Kapitänskajüte. Mhm. Das da drüben sieht schon sehr interessant aus. Das auch. Das ist eine kleine Insel. Da vorne scheinen wir Minen zu sein. Tiere unter Wasser, Santa Maria. Ah, wir können jetzt da direkt hin. Wo soll die denn sein? Da vorne ist auf jeden Fall ein Baum. Plan war ja jetzt im Grunde, erstmal die Karte weitgehend aufzudecken. Mich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Könnte es da vorne... Nee, ist nicht das Schiff. Ja, so eine Tempelanlage. Aber was richtig cool ist, jetzt bin ich hierher gefahren, aber ich habe weder Essen noch Trinken verloren. Das ist echt ganz nice. In der Kartierungsvorgang. Okay. Warte mal. Kupferinsel. Santa Maria ist aber da drüben. Hier gibt es dann Kupfer, aber Kupfer brauchen wir. Cruisen erstmal hier hin. Decken auf. Ist das cool? Jetzt gibt es bestimmt auch neue Pflanzen. Neue Tiere. Ich lasse mein Schiff jetzt hier stehen. So, für die Kartierung habe ich an sich alles dabei. Du bleib, ja, Kanu? Du bleib. I need you. So, und jetzt erstmal, wie immer, vorsichtig. Wow! Alter! Was für Reflexe ich habe. Ein Teju. Pichu? Pichu-Haut.
Okay, ich sammle mal noch nichts ein. Gott sei Dank, die sind mit einem Wurf tot. Aber ich habe ja auch Obsidian. Ah, geil. Da gibt es Lehm und Termiten. Oh, das wird alles super interessant hier. Das sehe ich doch jetzt schon. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Nein, Seile. Doch, ich habe ein Seil dabei, oder? Habe ich nicht ein Seil mitgenommen? Oh, das wird super ärgerlich, wenn nicht. Extra 6 Kartierungen dabei, aber kein Seil. Als ob. Ein Seil habe ich. Ein einziges. Okay, das heißt, wir brauchen dann Lianen. Und Blätter. Was ist das hier für ein Baum? Oh, guck mal da, Büffel. Kanonenkugel. Starke Äste. Kanonenkugelfrucht. Ah, oh, ist alles interessant. Wie, warte, ich brauche kein Seil? Ah, doch, er hat's automatisch, okay. Ich würde es auch feiern, wenn hier irgendwo Affen sind. Aber ich glaube, in dem Spiel gibt es keine Affen. So, wir gucken jetzt erstmal so ein bisschen die Insel von oben an. Oh, vorsichtig, ganz vorsichtig. Hier rutscht. Okay, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Fläche, würde ich mal behaupten. Dann hauen wir jetzt mal. Ne, geh hoch. Kartierung raus, bevor es dunkel wird. Kartierung. Beginn. Boots. Okay, hier haben wir Termitenhügel, Agave, Kaffee. Oh, Kaffee, wie geil. Diese Viecher, die wir gerade gekillt haben. Büffel, Süßkartoffeln. Schildkröte, Dattelpalme. Und hier haben wir auch Lianen, sehr schön. Silberstein. Okay, das wird auf jeden Fall noch interessant. So, wir gehen zurück zum Schiff und dann ist erstmal wieder Schluss. Und dann freue ich mich persönlich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Folge. Kann ich meine Neugier hier wieder ein bisschen befriedigen? Sollen wir nochmal schnell... Ich will mal wissen, was die Frucht gibt. Eine Minute. Nehmen wir beide mit. Was bringt das? Oh, Wasser. Chillig. Chillig. Brennnesseln. Im Großformat. Für meine Sammlung. Damit die ganzen Franks nicht so alleine sind. Aber gut, die können wir eh nicht mit rübernehmen, leider. So. Einmal begraben. Und dann ist hier erstmal Schluss mit lustig. Guck mal, Speedy hat uns begleitet. Ist da vorne. Gut, Leute. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig, lasst euch nicht ärgern. Tschüssikowski.